Schmeiß weg den Kalifornier und fährt mit dem Wheelie so einem Roller weg. Es geht nicht geiler als Dortmund. I love it. Den Tag verbringen wir mit einem Fiat. Also, wir sind hier, wir sind super lang unterwegs und im Stau die ganze Zeit. Du musst mal sehen, was hinter uns los ist. Auf jeden Fall ist sie gerade wildes Rechts überholen angesagt. Aber ganz ehrlich, Leute, was stimmt hier mit euch nicht? Die rechte Spur ist doch genauso gut wie die linke. Die verfault doch nicht, die rechte. Aber guck mal hinter uns. Die Männer, man kriegt es nicht übers Ego gesprungen, auf der rechten Spur zu fahren. Der muss links fahren. Aber man könnte dann rechts überholen. Und dann kann man was ansetteln. Das ist auf einmal alle rechts überholen. Sollen wir einen Bremstest machen? Ich glaube nicht, wie schnell die Jungs mehr reagieren. Wenn ich sage, sollen wir mal einen Bremstest machen? Sie sind alle mal... einmal verkantet im Auto. Wahrscheinlich in dem Moment, wo er sagt, bremst. Jetzt müssen wir sogar bremsen. Die Jungs aber gut. Ich würde gerade sagen, Alter. Wir müssen wieder bremsen. Ich wusste leider noch nie, wie schnell wir fahren den Multibar, weil der Tacho nicht geht. Wir haben nicht herausgefunden, wie schnell der Multibar fährt. Aber es fühlt sich ja Boost an. Auf jeden Fall. Also... Den Lader hat man ja auch. Ja, ja. Es geht wirklich so. Und dann geht's. Und sie sind so. Sieht aus wie Le Mans, eine Startaufstellung hinter uns. Auf jeden Fall die rechte Spur ist genauso glatt. Da kann man genauso gut fahren wie die linke. Ist auch nicht schlimm. Und wenn du auch nicht unbedingt schneller bist als der vor dir oder gar nicht so doll vor ist zu überholen, wo das Tempo gleich ist, dann kann man da auch rechts fahren. Das ist überhaupt nicht schlimm. Davon geht das Auto auch nicht kaputt. Ja, auch an all die Mercedes-Fahrer da draußen. Der Stern bricht nicht ab davon. Er bleibt dran. Auch rechts. Auch rechts. Guck mal, die gucken, wie die Kurvenfahrt so ist in dem Auto hier. Meinst du, dem Ding kann man driften? Oh. Hm? Handbremse geht nicht. Darf man nicht. Oh, scheiße. Wäre geil. Aber nein. Kacke. Und ich repariere bestimmt die Handbremse hier. Ah. Oh, der Rocker kommt. Oh, 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 oh. Gehst du hier runter? Ah! Scheiße. Oh, fuck. Das war wirklich nicht geplant. Ich dachte, du willst nur drehen. Was? Oh, scheiße. Das hebt sich auf gegenseitig. Ich glaube, das ist nur der... Das ist nur Radlager, ne? Ja. Oder der Hocker. Ja, ja, das ist schon okay so. Ja, das ist schon okay so. Wir ziehen eine leichte Rauchwolke hinterher. Aber ganz ehrlich. Das war eine der ersten Kurven, die ich damals schnell gefahren bin in meinem Leben. Das ist. Man kann Musik machen, so guck mal. Das ist der Lenkanschlagsbegrenzer. Hinterachse. Hinterachse. Richtig. Die lenkt mit, weil die ist aktiv. Ey, der hat so schlecht gebremst, weil der Schotter da war. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Warte, lass mal die Legria reinbremsen. Alter, ich dachte, du bist. Oh, warte mal, irgendwas schon wieder kaputt ist. Das kann doch nicht sein, dass dieses Auto schon wieder kaputt ist. Hä? Aber was denn? Also ich auch nicht, der rollt nicht mehr. Rollt doch. Ey, die Tür! Die Tür! Ich mach mal meinen Außenspiegel abschauen. Ey, ist mir passiert auf der. Oh shit! Guck mal, wie stabil das Scheißding ist! Guck mal! Shit! Guck das mal an! Das ist für Italien, das ist für den römischen Verkehr gebaut, weil du in Rom eh die ganze Zeit so fährst. Der Spiegel, guck dir den Spiegel an! Ja. Wenn die Pferdekarren dir entgegenkommen, das ist extra dafür gebaut. Dieses Auto ist so eine unfassbare Fehlkonstruktion.
Es wurden an so viele Sachen nicht gedacht. Die Scheiben so tief zu machen, macht Audi ja schon mal unfassbar hässlich. Man sieht zwar viel, aber das ist doch keine Lösung. Ist das denn? Viele Menschen machen ihren Arm auf den aufs Fenster. Na klar. Kannst du machen, sieht nur scheiße aus. Genau. Und tut weh. Ja, ist doch super. Dann wie die Knöpfe hier. Hast du die bekommen? Ja. Da macht man das ja. Ist das hier die Schaltzentrale? Was denn? Captain laber keine Scheiße. Ist so eine unfassbare Fehlkonstruktion. Was? Laber keine Scheiße. Alter. Und das Scheißchen geht sogar noch. Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Das war das letzte Mal. Außerdem. Du siehst den Kotflügel hier? Ja, den sehe ich. Und du siehst die Stoßstange? Ist ja gut. Ja. Siehst du das Seitenteil hier? Mhm. Jetzt pass auf. Also hast du gut ausgeparkt. Ich finde dich so packt, der perfekte Profi aus. Das war super. Steig jetzt ein. Die Leute haben keinen Respekt vor dem Multipla. Wenn ich jetzt hier mit dem Aventador noch rausgekommen wäre, hätte der angehalten. Ah, das haben wir noch herausgefunden. Ist doch. Nee, jetzt geht's wieder. Wir müssen auf jeden Fall nachher den korrekten Sitz von meinem Außenspiegel prüfen. Wäre das okay? Ach so, ja, ja. Ja, weil ich glaube, der muss nochmal nachjustiert werden. Auch die Anklappfunktion. Genau. Ja. Aber merkst du, am Anfang mache ich mich lustig, nachher fahre ich mit dem Ding, als ob es meins ist. Es ist meins, aber so. Aber achte mal, wie geil das Teil fährt gerade, ne? Das ist doch voll. Hammer, ne? Ja. Wir sind gerade so einen Hügel runtergesprungen. Nix. Gut, das vordere rechte Rad blockiert ein bisschen und hinten links macht derbe Geräusche. Ein bisschen schwund ist immer. Ja. Der rollt doch. Ehrlich? Ja, nicht? Schlecht. So, mal auf der Straße. Dann kommen wir wieder hoch. Ja. Wir fahren da nochmal hoch, ne? Diesen Haufen da jetzt. Okay. Ich stell mich schon mal dahin, ne? Ja. Irgendwas bremst. Ohne Scheiß. Irgendwas bremst hier. Ich muss mal eine Vorrunde machen, ob der Wagen noch bremst. Ja. Wie eine Eins. Ja, oh, der Stuhl kommt. Siehst du? Hast du nicht gebremst? Nein. Oh, yo, jetzt merke ich. Oh, wir verlieren auch was. Nee. Nee, noch nicht. Das ist sehr Gummistreifen. Ja. Habe ich die Glitzerdinger noch im Gesicht? Ja. Scheißdinger hier. Au! Die kleben richtig doll, Alter. Das Traurige ist, ne? Die Polizei wird uns mit so einem Auto nicht anhalten. Ne, das stimmt. Weil, nicht getunt. Hier können die Bremsleitungen durchgefault sein, bis sie abfallen. Hat der eigentlich TÜV? Der hat richtig TÜV. Ups. Hat das TÜV auch? Ich glaube, hier blinkt auch nichts, wenn ich blinke, ne? Kann das sein? Ja, ich blink. Also, unsere Blinker gehen nicht. Wir wissen jetzt, dass die Blinker nicht gehen. Hoffentlich geht der Airbag nicht. Bin ich getuned, Alter. Er hat richtig Sturz, ey. Ja, so Camber. Das ist so ein scheiß Auto. Was ich aber leider zugeben muss, das Auto fährt nicht schlecht. Ich freue mich sogar, dieses Auto zu fahren. Ich finde dieses Auto mittlerweile so scheiße, dass ich schon wieder geil finde. Komfort ist fantastisch. Ja, aber finden Sie es attraktiv? Ja, ich würde es mir nicht kaufen. Das ist so eine ernste Frage. Wer kauft das denn? Alles klar? Wie findest du mein neues Auto? Der Wagen hängt auch jetzt an einer Seite. Ah, oder ist gleich die Achse gebrochen. Weil der Wagen hängt so. Aber wir sind nur so einen Berg runtergesprungen. Oder der Dom ist durchgebrochen oben. Wir können ja eine kurze Bestandsaufnahme machen. Ja, ne? Wir müssen einmal eben Bestandsaufnahme machen. Wir müssen einmal eben gucken, was hier los ist. Würde er denn Bernie machen noch? Voll. Ah, jetzt rollt er wieder. Jetzt rollt er wieder. Okay. Ah, guck mal hier. Was? Wir haben was abgebaut. Ah, was ist das denn? Das ist die Handbremse. Das sag ich doch. Sonst geht's hier nämlich gut. Siehst du? Unterboden sieht vielleicht ein bisschen gebumst aus, aber sonst? Dafür ist er gebaut. Die wollte mich nicht rauslassen, ne? Weil sie sich dachte, das ist ein Multipler. I don't have to let it through. Oh, jetzt ist aber. Was war das denn? Das war ein Drift, Alter. Das ist die hintere linke Rampe blockiert. Ich hab wirklich das Gefühl, ich rutsche weg, wenn ich so mache. Es ist auf dem Dreck
ist Dreck, dann kaputt, dann verschimmelt und dann zugestaut und dann nochmal Schimmel oben drauf. Das ist so richtig gut. Ah, ich weiß warum, glaube ich. Oh, ups. Meinst du, sind die anderen Dings hängen geblieben? Nee, ich glaube, wir fahren manchmal aufs Bremsseil drauf. War so lang? Und dann ziehen wir es ja. War das so lang? Ja, Kunde unter das Rad. Das ist eine geile Handbremse auch. Also auf jeden ist eine Fall. Super Technik. Das ist extra. Also auf jeden Fall, voll die Problematik ist da, irgendwas bremst dieses Kfz. Wir wissen noch nicht was, aber es bremst. Also es kann auf jeden Fall nicht an der Abfahrt gelegen haben. Also nein. Das war ja nicht schlimm. Das Kfz. Diese kurze Airborne Time. Jetzt hier runter. Wenn man nicht wüsste, wie scheiße dieser Wagen von außen aussieht und wie scheiße er von innen aussieht, ist eigentlich okay. Ist denn mit Radio oder so, geht das? Ja, natürlich geht das Radio. Guck mal die Tankanzeige an. Ich glaube, da funktioniert eh gar nichts mehr. Ah, der Tacho geht auch nicht mehr. Also, so können wir ja beruhigt sein. Ups. Guck mal, wie groß die Scheibe ist. Guck mal, die Scheibe kann ich nicht mehr bis das Rundenfahrt, so groß die Scheibe. Handbremse ist links nebenbei, für die Nicht-Multipler-Profis. Passiert nichts. Aber wir müssen auf jeden Fall auch irgendwann anfangen zu riechen, weil wenn irgendwas blockiert, genau, entsteht ja auch Hitze. Ja. Das heißt, gleich brennt das Auto. Es rubbelt sich einfach frei. Das muss so sein. Jetzt riech ich es auch. Leicht. Ah, doch, schon. Haben wir Wasser damit? Ja. Oh, jetzt brennt es. Oh ja, jetzt riecht es auch. Oh ja. Vorne oder hinten? Ich glaube hinten. Ja, wir gucken mal eben, wo das hier am Kokeln ist. Schnell lokalisiert. Ja, dieses! Hoppala! Und warum? Den Frauen haben Sprung und Verkürzung festgenommen. Ist ja normal. Also. Wir sprechen hier von italienischer Wertarbeit. Es muss qualmen. Natürlich muss das qualmen. Wir müssen nicht mehr so schnell fahren. Ich habe immer gute Laune. So eine gute Laune habe ich nicht, wenn ich GTR fahre. Allein das ist geil, ne? Gute Laune, weißt du? Ich wäre ja doch noch ein Fan. Ich kenne das gar nicht so. Normalerweise bin ich in irgendeinem Bomber und mach so. Um eine wirklich fundierte Studie anstellen zu können, muss ich ja wirklich ein Wissen aufbauen über dieses Kfz. Und ich muss sagen, I don't get it. Aber ich frag mich wirklich, dieses Auto hat es nicht anders verdient. Es ist übertrieben, aber das ist einfach so ein hässlicher Kackvogel, dieses Scheißteil, ne? Oh, und ich habe eine ganz besondere Beziehung zu dir. Zu jedem kleinen von deinen kleinen Dreckstaub-Schimmelkörnern hier oben drauf. Mhm. Bremst du aber auch noch? Ja, bremst du. Zieht ein bisschen zur Seite beim Bremsen. Das ist extra so für Rennstrecken konzipiert. Das ist ein Rennstreckenbremsen. Vorne positiv, hinten negativ Sturz. Gerade beim Multipla, da muss man sich doch freuen. Mitleid haben, ne? Denken, Junge, du schaffst es. Junge, irgendwann wirst auch du ein Fahrrad haben. Oder irgendwann hast du ein Schokoticket und darfst Bus fahren. Und musst nicht mehr mit diesem Multiplatz fahren. Kennst du noch Schokoticket? Ja, sicher. Voll, ne? Und siehst du auch noch Flash. Flash-Ticket. Flash? Ja. Flash, Flash, Blitz, schnell und fesch. Kumpel, schön dich zu sehen. Lass mal da auf. Ja. Ah. Abschlepphaken. Und wenn der da schon so liegt, das ist kein gutes Zeichen. Und glaub mir, er hat nicht abgeschleppt. Weil mit dem Auto schleppst du nichts ab. Doppelsinnig. Ne? Hallo! Look at me, I'm so fucking ugly! Ich habe das Gefühl, die anderen Autos lachen mich aus. Guck dir mal die beiden Mini Cooper drüben an, weißt du? Aha! Guck mal da! Der hässliche Italiener! Es ist breit und groß und hässlich. Ja, es passt ein Fahrrad quer in das Ding rein. Zwei Frauen im Auto. Da hinten ist schon knapp, ne? Da sind nur noch 2 Meter. Hinten, ja, man muss sich ja immer den imaginären Smart vorstellen. Oh. Ah, die stand drin, aber. Das kann doch nicht der Ernst sein. Und vor allen Dingen weiß ich, wie Frauen dann sind. Dann sind die irgendwann so patzig. Ne, ich werde jetzt einfach so stehen. Das Parkung ist ja viel zu klein hier und reden sich die Scheiße schön. Die Parkung war so groß, da wäre ich mit einem 7,5-Tonner quer reingedriftet.
und die kommen mit ihrem X3 noch nicht mal in die Parklücke rein, Alter. Genau, auf der Live-Tour habe ich ja noch gesagt, dass ich mit dem Multipla Treppen runterfahre und springe. Ich glaube, die letzte Stunde des Multiplas ist heute nicht. Der Tag ist aber viel zu schön. Ich glaube, der Multipla stirbt an einem regnerischen Tag. Stürmischen... Ja, Gewitter. Gewitter. Tag. Runterfahren, glaube ich. Mensch, Mann! Der war ein bisschen tief, ey. Aber der hat noch einen Abflug gemacht, ey. Oh, wenn ich da runtergesprungen wäre, das wäre in die Hose gegangen. Oder geht das? Nee, der ist nicht hoch. Du hängst dich da so krank auf. Bin ich nicht. Aber nur links, nur, ne? Nur, wenn ich anfahre, ne? Oder? Wenn ich hier schnell genug runterspringe. Meinen Sie, das geht? Es würde gehen, ja. Aber ob du heile hier rauskommst. Stimmt, da komme ich gar nicht mehr hoch, ne? Kannst du da hinten die fette Rampe nehmen und dann einmal über den Zaun springen? Über den Zaun springen? Guter Punkt. Ja. Dann bist du wieder... Ah nee, da ist gar kein Zaun. Nee. Kannst du wieder hochdüsen, siehst du? Da komme ich nicht hoch. Das ist ein 4x4 Multipla. Mhm. Hast du da durch? Mit dem Tempo? Das ist gar kein Problem für das Auto. Es ist überhaupt gar kein Problem. Willst du ein bisschen Bordschaden noch mitnehmen hier? Bist du bereit? Ei! Da ging auch noch. Hier, den hier. Autsch! Alter, das tut aber wirklich weh. Nummer Bordstein. Autsch! Oh, shit! Wir müssen unser Auto noch ein bisschen reparieren, ein bisschen wieder auf Kurs holen. Erst müssen wir nach Hause fahren nehmen. Wenn wir mit einem Plattenreifen gewitzt werden, dann sind wir ein ganz großes Kino. Aber hier geht auch keiner. Man erwartet die Geräuschkulisse, wenn der Multipla vorbeifährt. Normal. Ja. Vielleicht müssen wir den linken Reifen auch noch kaputt machen. Kann auch sein. Das sieht schon... spannend auch ein bisschen drauf. Hier gelandet. Der Baum hat Blattläuse. Tschüss, Baum. Guck mal, da links ist auch so eine Beton. Warte mal, Bordstein hinten? Wo? Was? Ah, nee. Nee, hier. Ups. Ja, das ist okay. Es passt schon. Wenn man da hochfährt? Das ist doch ein Offroad-Park hier. Ah ne, das sind Gleise. So, Nobby. Da rechts so ein Betonding, ne? Wo? Da, ja, da, oh, da, ja, da. Oh, gut. Scheiße, nee. Ja, Kubik, wie ist irgendwas passiert auf der Fahrt? Können Sie sich erklären, was hier passiert ist? Das sieht für mich aus, als hätten sie einen Stein im Profil. Hat geklackert? Bisschen. Ja? Bisschen, ja. Ist Stein im Profil. Ich glaube auch. Wir sollten das reparieren und machen dann weiter mit dem Multipla. Oh, Schatz, ich will so ein SUV. Das heißt nicht SUV. In der Innentat steht SUV. Weil SUV wäre ja SJU. Da steht ja kein U. Da steht SUV, Schatz. Ja, ist gut. Ja, kaufe ich dir. Was gibt's zu essen? ich bin heute wieder ein Sympath, ne? Ich möchte so ein X5. Komm, X3 tut's auch, oder? Nee. Den hat nämlich unsere Nachbarin auch. Und wenn ich einen X3 habe, dann ist er ja schlechter. Why don't you fucking pay? Meinst du, der Zombie Walk hier schon in Dortmund? Auch gerade? The Walking Dead. Ah.
Ich habe gedacht, das ist da schon, aber ich habe nicht gedacht, dass es da noch so weit im Weg ist, dass wir da wirklich einmal hinbleiben. Das ist da komplett hingewiesen. Ich wundere mich gerade, warum ich kein Gas geben kann. Oder nicht kuppeln kann. Weil, eine Volvic-Flasche unterm Sitz ist. Unter dem Ding. Oh, ja, der Multipla hat den Tag wieder überstanden. Wir werden den Multipla aber immer noch mal rannehmen. Wir sind ein bisschen gesprungen. Problematik ist, der Kremer ist mal sehr spontan. Somit ist der Sprung von außen schlecht zu dokumentieren. Beim nächsten Mal, wo wir aber an die eigentliche Stelle des Sprunges hin will, wird aber dokumentiert. Definitiv. Das heißt, wir werden aussteigen und werden dann die Flugphase aufnehmen. Ja, das werden wir sowas von. Aber er fliegt gut, er federt auch gut. Hammer. Also auch so ein 500 Kilo Betonklotz. Also das kann den gar nicht. Kegelt er mal weg. Ja. Dann, wir haben nur nicht gesehen, was draußen los ist. Nee. Wer weiß, vielleicht sieht es ja von außen auch nicht mehr so gut aus. Aber wie gut er fährt, ne? Guck mal. Ja. Das ist das perfekte Bankräuber-Fluchtfahrzeug. Kriegst viel Kohle rein in den Scheiß auf. Du kannst alles wegkramen. Und du musst dir keine Sorgen machen, musst die Karre nicht abfließen und einfach stehen lassen gehen. Man gewöhnt sich auch irgendwann dran, dass alles... Das ist total normal, ne? Ja. Das Bremsproblem haben wir auf jeden Fall gelöst mit dem Unfall. Genau. Weil der rollt wieder. Ja, stinkt auch nicht mehr. Nee. Wir werden gleich mal aufsteigen und gucken uns mal das Fahrzeug von draußen an. Aber alle wissen schon, dass ich dieses Auto habe. Du siehst die Leute so. Alles klar. Alles klar. Irgendwas ist vorne auf jeden Fall deftig lose. Ich bin gespannt, wie das Ding von vorne aussieht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass man ihn in der Kurvefahrt auf die Seite kriegen würde. Wie gut der Motor läuft, ne? Der Turbolader, als ob nichts wäre. Weißt du, was wir machen im nächsten Video? Erzähl. Wir fahren ohne Motoröl. Sollen wir dann schon machen? Kein Sprung mehr? Doch. Erstmal Sprung. Erstmal springen. Und den dritten Aber Teil. Wir sind ja schon gesprungen. Wir springen müssen nochmal springen. Genau. Aber und die Strecke, die war top, die wir da uns rausgesucht haben. Nicht doch. Aber Mann, du guckst schon mal nicht komisch. Also das scheint die Front. Scheiße. Guck mal draußen. We'll be right back.